Ja, herzlich willkommen hier im Medientheater auf der GPN 18. Als nächstes haben wir einen schönen Vortrag für alle Gruselfreunde hier. Es geht um Datenbanken, historisch gewachsene. Und unser nächster Speaker hat mit eben solchen Sachen beruflich zu tun. Ich möchte, dass ihr mit mir hier erstmal herzlich SMTW begrüßt. Hallo. Hallo. Genau. Da sind die Mikros noch zu? Na doch, ich glaube, die Mikros gehen. Okay. Wie gesagt, SMTW Danke. Beschäftigt sich beruflich mit ERP-Systemen, unter anderem mit Nischen-ERP-Systemen. Und was er da so im Laufe seiner letzten Jahre Berufserfahrung alles Schönes gefunden hat, das seht ihr jetzt hier. Viel Spaß und einen großen Applaus für SMTW. Dankeschön. Ja, wir hatten ja gerade schon die Sys-Admin-Nightmares. Es ist eigentlich ganz passend im Track. Also wie schon gesagt, organische Fundstücke, Fundstücke aus organisch gewachsenen Datenbanken. Vielleicht kurz, wie es dazu kam. Ich nenne das mal Motivation. Ihr kennt das vielleicht. Ihr habt so einen komischen Brocken alter Software rumliegen, die Firma irgendwie einsetzt. Und dann geht es los, dann gibt es Performance-Issues und dann fängt man mal ein bisschen in der Datenbank rumzupopeln und so gerne gesehene Sachen sind so fehlende falsche Indizes. Bugfixing auch immer beliebt, wenn das Frontend abgestürzt ist und da hat man plötzlich doppelte Rechnungsnummern, also was so Freude macht. Man möchte vielleicht ein Subsystem anbinden, Klassiker ist so Rufnummernauflösung für die Telefonanlage. Muss man dran flanschen, bei so Nischen-ERP-Systemen kann das natürlich nichts out of the box. Man will vielleicht ein paar Auswertungen machen, komplexere, individuellere Statistiken, ein paar Reports, die das Management steht da bekanntermaßen drauf. Unter Umständen will man auch, das habe ich bei einem System gemacht, ein Webinterface dran flanschen, weil Delphi-Fat-Clients machen echt keinen Spaß als Frontend. Auch in Kürze die üblichen Tools, die man da so verwenden kann, um sich ein bisschen eine Datenbank zu reverse-engineeren oder durchzugraben. Die meisten haben eigentlich irgendwie ein Command-Line-Interface oder auch die schöne Datenbank-Software von Microsoft SQL. Ihr findet Profiler, Logging-Systeme, es gibt häufig Meta-Tables, Schema-Tables, was in die Richtung. Einzelne Befehle sollte man sich vielleicht dann auch mal oder abfragen. Sollte man sich dann vielleicht auch mal so mit Explain und Describe mal auseinandernehmen, wie läuft eigentlich die Abfrage so an sich. Irgendwann hat man dann auch mal noch so eine kleine Sammlung an Skripten, die man irgendwie rumliegen hat, um in der gesamten Datenbank einzelne Felder zu suchen, so Späße. Und dann braucht man natürlich noch Geduld und Mate, Kaffee und Pizza. Und dann kann man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Die Quellen. Wurde schon angenannt, diverse ERP-Systeme, eher so Nischenfu für ERP-Systemhäuser, Gastronomiegewerbe, ominöse Getränkegeschichten oder ähnliches. Fast alles Microsoft SQL-Datenbanken, mit denen ich jetzt gebastelt habe. Häufig nicht schön und manchmal hat man das so Gefühl, früher stand da mal eine Excel-Tabelle, dann kam eine Access-Datenbank, dann kam irgendwie der Azubi und meinte, Microsoft SQL machen zu wollen. Ich werde keine Namen nennen, aber ich habe euch mal so ein bisschen die Selbstbeschreibung der Hersteller auf den Webseiten rausgezogen. Gehören zu den führenden Anbietern im ERP-Software-Umfeld, international bewährte Serverlösungen, erfahrene Software-Experten, fand ich besonders toll, aktuellste Sicherheitsstandards, zeitgemäße Verschlüsselungstechniken. Könnt ihr euch mal für später vormerken. Schauen wir doch mal rein. Ich fange mal einfach an. Es geht so ein bisschen ums Naming. Ich habe da so eine Datenbank, da werden irgendwelche Artikel mitverwaltet und dann sucht man erstmal so, wo liegen denn, in welcher Tabelle liegen denn eigentlich die Artikel? Und dann sucht man so in diesen Schema-Tables, was ist denn alles, wo der Name Arti oder irgendwie sowas vorkommt, um die Tabelle zu suchen. Gut. Gefunden, nicht ganz erwartet das Ergebnis. Besonders schön in einer Datenbank Artik AAA, Artik Alt als Tabellennamen.
hat so das Niveau von PowerPoint Version 4 jetzt neu, aber wirklich. Also die sind genau so aus den laufenden Systemen und sind auch noch in dem Install-Dump, also in dem leeren Dump, was man bekommt, wenn man die Software installiert, genauso drin. Keine Ahnung warum. Nicht sehr viel besser ist dann das Naming in den Spalten. Das ist jetzt aus einer Tabelle. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie verteilt ist. Alles dabei, Camelcase, Underscore, ich hatte dann auch noch welche mit All, Uppercase und so weiter. Also man wird da so ein bisschen verwirrt, schwierig lesbar, finde ich dann auch immer schön, wenn dann so direkt nebeneinander Beschreibung Tiefstrich 1 und Zusatzinfo 1 direkt daneben steht. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, kann man natürlich. Vielleicht resultiert dann daraus auch so ein bisschen was, was wir uns hier mal kurz anschauen. Ich habe da jetzt als Beispiel mal eine Kundentabelle, ID 23, der Name ist Fuba von dem Kunden und dann muss man mal schauen, was denn dieser Kunde so gemacht hat und guckt sich dann in den anderen Tabellen die Referenzierung an. Und normalerweise würde ich jetzt erwarten, so okay, da gibt es jetzt dann einen Namen und der zieht sich überall durch und dann steht da halt in der Tabelle drin, das ist jetzt von der Kunden-ID. In dieser Datenbank habe ich gefunden als Referenzierungsname Name, Kunde-ID 3, Kunde-ID, Kunden-ID, Customer-ID. Also irgendwie weiß dann auch wieder so kein Mensch, wo geht es denn eigentlich hin. Ähnliches Spaß geht dann weiter beim Usernamen. Da haben wir den User-Table, auch ein Username drin, in dem Fall auch mal wieder ein bisschen Fuba. Und anstatt dass man jetzt in der anderen Tabelle sagt, naja, User-ID ist die 23, nö, da steht geändert von und der Name steht drin. Wenn ich jetzt den Usernamen in der User-Table ändere, dann steht da halt immer noch drin, der Herr Fuba hat es geändert und kein Mensch findet mehr, wer das ursprünglich geändert hat. Sollte vielleicht ungefähr so aussehen. Also einfach nur auf Key-Basis und ein vernünftiges Naming. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel genommen, Change by User ID. Dann weiß man eigentlich so gleich, wenn man diese Tabellen auseinandernimmt, geändert von, okay, und dann User-ID, alles klar, ich schaue in der Tabelle User nach und da Spalt User-ID, wunderbar gefunden. Es gibt da so einen schönen Satz, was diese Keys betrifft, das ist the key, the whole key and nothing but the key, so help me Cod. Ein paar kichern etwas, Cod war ein britischer Mathematiker und Datenbanktheoretiker, dem haben wir eigentlich so das moderne relationale Datenbankdesign in irgendeiner Form mal grundlegend zu verdanken, der hat sich da sehr viel mit beschäftigt. Kann man sich so ein bisschen merken, wenn man damit zu tun hat, kümmert euch um die Keys. Was das Naming betrifft, mal so kurz zusammengefasst, da ist natürlich keine Wahrheit, da kann man vieles machen und da hat jeder sein anderes Geschmäckle, wie man so schön sagt. Gibt aber ein paar Basics, keine Sonderzeichen, also in Tabellennamen Äs und Ös, schwierig. Keine reservierten Wörter, gibt tatsächlich Datenbanken, wo man dann drin sieht, dass dann die Tabelle Select heißt. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß das macht, das zu debuggen. Ich nenne es jetzt mal Juno-Uno-Sprache. Diesen wilden Mix aus deutschen Begriffen, englischen Begriffen im Naming. Macht es einfach gleich Englisch. Ihr werdet vielleicht irgendwann doch mal noch einen externen Programmierer oder sonst was haben. Pascal Case oder Underscore. Vielleicht nicht unbedingt alles gemischt oder vielleicht mit einem stringenten Schema. Ne, so kann man ja auseinandernehmen. Ja, never use all caps, kann man machen, ist echt ekelhaft lesbar. Gerne dann auch in so ganz alten Datenbanken, wo dann alle Tabellennamen maximal 8 Zeichen haben. Okay. Abkürzung, nur wenn allgemein verständlich. Also ihr erinnert euch vielleicht vorher an dieses komische RoEKTTF0-Irgendwas. Ihr braucht Jahre, um eure anderen Mitarbeiter oder Leute einzuarbeiten, wo die ihre Tabellen suchen müssen. Wenn ihr sie einfach benennt, dann ist das klar. Dann schreibt sich das runter wie ein Satz immer.
die Primary Key Spalte vielleicht nicht unbedingt nur ID nennen, sonst hat man nämlich plötzlich überall irgendwie Select ID und dann ID und wieder ID und ich muss irgendwelche Konstrukte machen mit S irgendwas oder sonst was und ich weiß nicht mehr, welche ID das war und plötzlich kommt eine Fehlermeldung und ich krieg's überhaupt nicht mehr auseinanderklamüsert. Macht eine vernünftige Spalte da draus. Konsistente Referenzierung habe ich mal 1.11 hinten dran geschrieben. Auch da erspart ihr euch und allen euren Mitmenschen sehr viel Ärger, wenn ihr das einfach durchzieht. Und dann, wenn die Kunden-ID halt Kunden-ID heißt, nicht plötzlich Customer-ID zu schreiben. Kommen wir später noch schön dazu, was dann, wo das dazu hinführt. Okay, eine Wahrheit gibt's, legt es vorher fest. Normalisierung. Kann man sich darüber streiten, das ist das Original aus einer Datenbank. Kunden-ID, Tel 1, Tel 2, Tel 3, Tel 4, Tel 5. Kleines Schmankerl am Rande, die Spalte Tel 4 ist immer leer. Im Frontend fehlt das Formular. Wie man es vielleicht eigentlich machen würde, also ich kenne Leute, die haben mehr als nur 4 Telefonnummern, wäre man jetzt hier aufgeschmissen. Könnte man eigentlich so machen, einfach hinzugehen, okay, man normalisiert das, eigene Tabelle, hier ganz wunderbar, Nummer-ID, Kunden-ID und dann die Telefonnummer hinten dran. Kann ich dann so viele Nummern speichern, wie ich will, macht es euch auch deutlich einfacher bei der Dublettensuche und Ähnliches. Oder wenn man da irgendwas anderes dran flanscht. Zur Ehrenrettung des Herstellers von der Software, wo ich das gefunden habe, in der neuen Version haben sie das Problem erkannt, angegangen, die Tabelle sieht jetzt so aus. Phone 4 bleibt auch in der neuen Version leer. Keine Angst. Bitte? Nee, String, Varchar, 20 oder sowas. Also so bei ausländischen wilden Nummern könnte es schwierig werden. Bei den Datentypen auch sehr schön. Ich bin ein ganz großer Freund von Datetime. Ich mag so diese Timestamp-Geschichten nicht so. Kommen wir später dazu. In dieser schönen Tabelle gab es dann diese so Spalte erfasst. Datentyp Daytime. Ich so, yay, sie haben Daytime verwendet. Aber der Value sieht ein bisschen komisch aus. Ich will doch eigentlich die Uhrzeit mitspeichern, wenn ich irgendwie erfasst am. Nur das Datum reicht eigentlich nicht. Man will die Zeit mit drin haben. Dann gucke ich so Spalte nebendran. Gut. Die heißt erfasst Tim. Also, ne, E war keins dran. Schaue ich sie mir genauer an. Varchar 10. Gut. Kann man machen. Ist dann aber halt, ne. No comment. Auch so einer von diesen schönen Funden in irgendeiner der gelockten Abfragen fiel mir dieses etwas wilde Konstrukt auf. Ich nehme es mal ganz kurz auseinander. Da wird also irgendein Wert, kommen wir gleich zu, wird nach Float, also zu einer Float-Zahl gecastet, sichergestellt, dass es eine Zahl ist. Zwei Werte voneinander abgezogen. Dann mit Ups dafür sichergestellt, dass eine positive Zahl rauskommt und geschaut, ob denn das größer als ein Zehnmillionstel ist. Was sind denn das für Werte? Oh, Datetimes. Die rechnen also das geändert am Datum in ein Float um, um es voneinander abzuziehen, um dann zu schauen, ob der Unterschied größer als ein Zehnmillionstel ist. Wie wäre es mit, ist es unterschiedlich? Keine Ahnung, könnte Rechenzeit sparen, gerüchtet. Auch äußerst beliebt bei den Datentypen ist die Sache mit dem Null. Also N-U-L-L, Null und leer. Null ist ein bisschen schwierig, da können wir auch gerne irgendwie noch den kompletten Abend bei diversen Chunks drüber philosophieren, ob das jetzt sinnvoll, nicht sinnvoll oder wie auch immer ist. So ein bisschen, also NULL sagt man, da fehlen Daten. Also da gibt es jetzt keine Information zu, ob das jetzt irgendwie plus, minus oder überhaupt irgendwas ist. Man könnte auch sagen, da fehlt noch ein Eintrag vom User. Ich habe hier mal wild was rausgegriffen als Beispiel, auch wieder diese Artikeltabelle. Bestand 10, Beschreibung vom Artikel irgendwie bla laber.
völlig egal. Wenn man es wenigstens durchziehen würde mit diesem Null oder Leer, aber nein, es finden sich alle Werte drin. Also wie man Null bei einem Bestand, also NULL bei einem Bestand verwenden kann, fällt mir ein bisschen schwierig, weil da ist entweder Zero, also Null, oder er ist von mir aus sogar negativ, kann man diskutieren, aber NULL sicher nicht. Und auch in so einer Beschreibungsspalte mache ich halt ein Leerzeichen rein oder halt Empty Spaces, da brauche ich kein Null. Das Problem ist dann nämlich auch, dass man dann hinterher diese wunderschönen Abfragen ständig braucht. If Null, Bestand, S Bestand und so weiter. Geht dann Kopierpasten, aber wird halt lang und hässlich. Kurz zusammengefasst, gehen wir auch gar nicht näher drauf ein. Passenden Datentyp wählen ist eigentlich immer ganz gut. Also Timestamps vielleicht nicht unbedingt als String abspeichern, wissen schon. Performance, Indizierbarkeit, Speicherbedarf ist da eigentlich immer ganz wichtig. NULL sagt man so vielleicht eher vermeiden, es sei denn, man weiß, was man tut. So, kann aber auch durchaus mal sinnvoll sein. Bitte unbedingt in Datenbanken, lasst die Finger von Unix-Timestamps in Datenbanken. Ich sage jetzt nur so schöne Dinge wie Zeitzonen. Wird schwierig, macht keinen Spaß. Datetime lässt sich super verarbeiten, ist gut lesbar, die Datenbanken können das alle, die können das auch alle flott. Man kann so schöne Sachen machen wie gib mir alle Daten aus dem letzten Jahr und schreibt dann einfach nur Year hinten dran und wunderbar. Man kann danach gruppieren nach Tag und so weiter. Wer das mal versucht hat mit Unix Timestamps zu bauen, der weiß, das ist überhaupt gar keine Freude. Und irgendwie 2038 oder was ist jetzt auch nicht mehr so lange her hin. Ansonsten bei den Datentypen gilt wie immer RTFM. Die stehen nämlich tatsächlich alle im Manual, nur so als Erinnerung. Abfragen, auch immer wieder eine der schönen Dinge. Man hat so den Profiler offen und dann wundert man sich, warum das Aufrufen eines Kunden 380 Abfragen an die Datenbank braucht. Okay, schaut man mal so, naja, 2, 3, 4, das sind alles einzelne Abfragen. Also, ne, so einmal komplett. 42 Abfragen hintereinander. Da hat jemand eine Schleife gebaut. Schleifen in Datenbanken, Abfragen, ganz schlechte Idee. Also so auch nicht mal in Ausnahmen, weil das eskaliert sehr schnell. Riesenflaschenhals. Und vor allem ist eine Datenbank dazu da, genau sowas zu verarbeiten. Ich habe da mal ein paar Vorschläge aufgeschrieben. Inner Join, Left Outer Join mit Is Not Null oder auch dann Where In und hinterher irgendwie eine Ladung von IDs reinwerfen, also irgendwie ein Array flatten und so weiter. Kann eigentlich jede Datenbank, geht bei allen, ein Weg findet sich sicher. Sobald ihr in einer Vor- oder Weil-Schleife eine Datenbankabfrage startet, setzt euch nochmal einen Meter zurück. Es geht meistens schief. Ich habe mal gesagt, so lieber eine große Abfrage statt vieler kleiner. Bei kleinen Abfragen habt ihr ganz gerne, oder bei vielen Abfragen habt ihr gerne ein Overhead drin, in den also Aufbau, Verbindung, Authentifizierung zur Datenbank etc. pp. Spart man sich da dann. Was die Joins betrifft, ich habe da ein schönes Venn-Diagramm gefunden. Hat ein guter Herr Moffat irgendwo veröffentlicht. Link steht drunter, die komplette Slides liegen mittlerweile online, Link blende ich später ein, veröffentliche das auch. Da kann man sich das nochmal ganz gut anschauen und diese Grafik fand ich gerade am Anfang immer sehr angenehm, weil man hat nicht unbedingt immer im Kopf, wie genau man jetzt gerade sein Join da bauen soll. Ja. Datenbankabfragen nutzen, habe ich extra nochmal aufgeschrieben. Zum Beispiel so Sachen wie Summe oder Average, also Durchschnitt bilden. In der einen Software habe ich entdeckt, dass die 50.000 Rechnungen, also alle Rechnungen, die mit der Software geschrieben worden sind, zieht, um sich dann eine Summe daraus zu bilden im Frontend. Okay. Zwei Abfragen über zwei Spalten aus der gleichen Tabelle mit den gleichen Einschränkungen, also geht auch in einer, weiß ich nicht, warum die das nicht so machen.
Oder Sie suchen irgendwie, ziehen sich eine Liste von wirklich allen Kundennamen aus der Größenordnung 30.000, 40.000 Kunden, um dann im Frontend über ein schlecht geschriebenes JavaScript zu suchen. Muss auch nicht sein. Da empfehle ich stark einen Volltextindex. Bitte auch, wenn ihr irgendwo so die Like-Prozent seht, das ist auch immer so ein Hinweis dafür, da hat sich jemand nicht ganz genau Gedanken drüber gemacht. Kann man machen. Like ist so dieses so, finde mir irgendeinen Datensatz, wo womöglich dieser String drinsteht. Mit Prozent als Wildcard muss der dann wirklich jede einzelne Zeile anfassen. Da gibt es kaum Optimierungsmöglichkeiten. Wenn ihr irgendwelche Suchen braucht, setzt euch hin. Es dauert nicht viel länger, einen Volltextindex zu bauen, geht aber sehr viel schneller. Dann stößt man auf interessante Sachen. Gibt es irgendjemand, der ZFMT Only schon mal gesehen hat? Microsoft Datenbank. Ich auch nicht. Ist an mir vorbeigeflattert, so jede, ich sag jetzt mal so jede dritte, vierte Anfrage fing damit an. Und dann guckt man mal nach, was sagt denn da die Microsoft dazu? Returns only metadata to the client, okay. Can be used to test the format of the response without actually running the query. Heißt auf gut Deutsch, man kann die Abfrage hinschmeißen, es kommt zurück, was für Tabellen oder Spaltennamen das sind. In der Entwicklung verstehe ich es, in der Production definitiv nicht. Vor allem, wenn man dann noch den nächsten Satz bei der Microsoft-Doku liest. Steht 1:1 drin, ich habe mich sehr gefreut. Schön sind dann auch so Dinge, wo man weiß, nein, er hat das Manual nicht gelesen. Cast count Stern as int, was sagt Microsoft dazu? Ich habe extra nachgeschaut. Count always returns an int data type value. Gibt es jemand, der weiß, ob es eine Datenbank gibt, die auf count kein Integer zurückgibt? Okay, danke. Ich habe es vermutet. Kommen wir mal in einen kleinen Ausflug zum Thema Security. Kann es jemand direkt lesen? Na, also irgendjemand hätte 4x0 raten können. SHA-1 ungesalzen, klarer Fall. Ich glaube, da habe ich was im Titel vergessen. Security, diesmal jetzt aber mal so wirklich, so richtig, also so mit Profis und so, nämlich bei Obscurity. ich habe das nachgebaut aus Gründen, um es ein bisschen erklären zu können, aber nehmen wir mal an, ich mache einen neuen Eintrag in einer Datenbank, also schreibe irgendwas im Frontend rein, klicke auf Speichern und schaue hinterher nach. Neuer Eintrag, Random ID in dieser Tabelle, in der Random Table. Dann steht da drin Ersteller ID, ID 23 und Bearbeiter ID 42. Moment, das habe ich jetzt doch gerade eben eingetippt. Wieso hat es jemand anders bearbeitet? Dann guckt man in diese User Table. Dann gibt es da zwei Einträge. Der User mit der ID 42, aha, Austritt, also da hat das Unternehmen verlassen, 2016. Wieso kommt diese 42 da rein? Dann gräbt man noch ein bisschen weiter und findet dann eine Tabelle mit dem wunderschönen Namen Secure User Table, in dem dann eigene IDs für die Sicherheitsbenutzer vergeben werden. Ja, also der Benutzer von mir, mein Experimentalbenutzer Fuba, ist dann auch noch so dieses schöne Detail, dass die in dieser Secure User Table den Spalten Name ist das Kurzzeichen aus der Spalte User Table und der Spalte, also irgendwie sehr wirr. Stellt sich raus, dass es tatsächlich geschafft haben, in derselben Tabelle unterschiedliche User-IDs aus unterschiedlichen Tabellen zu verwenden und das nicht zu kennzeichnen. Wir hatten es vorher mit der Referenzierung. Ihr könnt Gift drauf nehmen, das geht schief. Irgendwann platzt da mal was. Und dann weiß kein Mensch mehr, wer was wo eingetragen hat, weil es ist alles ein heilloses Durcheinander. Schön ist dann auch, dass die in der Secure User Table, da steht natürlich die Kennwörter. Wäre ja schön, wenn es da eine Spalte Kennwörter gibt. Die gibt es auch. Da ist aber 0. Benutzerinfo 2. Da stehen die Passwörter.
frage mich dann zwar, ob meine Benutzerinfos dann in Kennwörter gespeichert werden, aber naja. Dann beim nächsten Folie schauen wir es uns andersrum an. Ich zeige euch erst, wie man das theoretisch vielleicht machen würde, um uns dann anzuschauen, was die gebaut haben. Als Beispiel hier so eine Countries Table, kennt man alle, gibt es mittlerweile auch schon schöne Dumps zum Download, da hat man dann alle ISO-Codes drin und so weiter. Schön Primary Key, Country ID, Country Code, Kurzzeichen, also DE für Deutschland, Currency und so weiter, was man da halt alles so drin speichern will. Wenn ich jetzt die Daten für Deutschland rausziehen will, dann mache ich einfach hier, keine Ahnung, Select Stern Countries where Country Code gleich DE oder auch Country ID gleich 1, whatever. Geht schnell, sauber, straightforward, total einfaches SQL. Zu dem Teil in der Mitte kommen wir gleich. Also bei where 1 gleich 1, okay, ich kenne das. Das war so, als ich das erste Mal mit Datenbank und mir einen Query Builder irgendwie zusammengehackt hat. Da habe ich das auch mal ausprobiert, schnell festgestellt, keine gute Idee. Sie haben da ja einen Query Builder nicht im Griff, aber was dann der Rest war. Also jedes einzelne Feld nochmal in Upper wandeln und hinterher mit Like und mit Wildcards zu arbeiten, um dann die Daten für Deutschland zu ziehen. Also es tut mir leid, da ist mir dann eigentlich nur noch eingefallen. Moment. Kam das jetzt nicht? Oh, shit. Ich habe meine Präsentation nicht im Griff. Ich habe da was Schönes vorbereitet. Ja. Ja, vielen Dank. Das war's soweit. Fragen und Antworten gerne. Genau, habt ihr noch Fragen? Da sehe ich auch schon vorne einen Publikum. Ich komme sofort rüber, damit die Anfrage auch auf dem Stream und auf der Aufzeichnung drauf ist. Um Gottes Willen. Wenn ein Count immer einen Int zurückliefert, was denn dann, wenn meine Ergebnismenge größer ist als wenn das Int größer ist als ja, also Ergebnismenge größer als ein Int? Es wird dann irgendwann ein Big Int. Also das passt schon. Nur dieses Casten nochmal ist so ein bisschen überflüssig. Also hoffentlich rechnet das der Optimizer raus, bevor er die Anfrage rausschiebt. Müsste man mal tun, ja. Also persönliche Meinung, warum passiert das? Es rennen ja nur nicht nicht nur Vollidioten draußen rum. Ja, also, ja. Von daher, warum passiert das? Ja, warum passiert das? Ich kann vielleicht mal von mir ausgehen. Ich habe irgendwie Ende der 90er angefangen, ein bisschen mit Datenbanken rumzuspielen. Und ich würde mal sagen, so die ersten 3-4 Jahre habe ich genau die Nummern auch gemacht. Das ist auch nicht schlimm, wenn man sowas macht, aber man muss sich irgendwann mal bewusst werden. Ich werfe das eigentlich auch keinem vor, nur das ist Software, die verlangen so 5-stellige Lizenzgebühren pro Monat, denen werfe ich das vor. Die Frage war, warum wird es gerefactored? Also, oder nicht gerefactored? Also warum aus Tel 1 Phone 1 wird, oder? Sie steigen jetzt von Delphi Fat Client auf VB Fat Client um. Anscheinend ändert sich da leider nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht, warum, es würde mich auch interessieren. Und ich fände es eigentlich auch schön, wenn sich das zukünftig ein bisschen ändert. Und vielleicht Firmen auch mal auf die Idee kommen, so hey, Datenbanken, wir haben da zwar einer, der sagt, er kenne sich aus, aber vielleicht fragt man nochmal jemanden, der sich wirklich auskennt, um das besser zu machen. Weiß ich aus gesicherter Quelle, haben sie nicht. Es gibt kein ausgesourcetes Team im Ausland. Okay. Also wir hatten vorhin gehört, dass man seine IDs immer gleich benennen soll wie den Referenzen. Wie soll man das jetzt machen, wenn man eine User-ID referenzieren will, aber sagen, okay, der hat es bearbeitet oder der hat es erstellt. Wir hatten ja vorhin gesehen, Ersteller-ID und Bearbeiter-ID. Ja. Würde man das dann nennen User-ID-Edit oder User-ID-Create oder wie würde man das machen? Kannst du dir selber finden, aber genauso würde ich es machen. Also ich hatte es vorher mal kurz drin, irgendwie changed by User-ID ja, oder edited by User-ID, inserted by User-ID. Also einfach die genau die zwei Sachen
was ist es eigentlich, was ist in dieser Tabelle, plus wenn es eine Referenzierung, also ein Fremdkey, ein Foreign Key ist, einfach da hinten dran, dann liest man es in einem Satz runter und du siehst sofort, der referenziert hier auf die User-ID-Table. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass niemand wirklich Bock hat Nischen-ERP-Systeme zu schreiben. 100 Punkte. Ja, haben wir sonst noch eine Frage? Ansonsten, vielen Dank, lieben Dank an SMTW. Einen großen Applaus. Dankeschön.